Meistens ist es so, machen auch kurz auf, riechen dran, ach, super. Wissen aber wirklich nicht, wofür das ist. Ich würde jetzt niemals eine Firma feiern oder ein Produkt feiern, nur weil es einen Namen hat. Und aber auch viel mit Bedacht, also nicht immer jeden Trend nachlaufen, nicht jede Farbe, ne? Weil wenn das Haar nicht sitzt, könnt ihr Gucci, Chanel, alles anhaben, bye bye, und es sitzt nicht. Hallöchen, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich nehme euch heute mal mit zu meinem Friseur und der wird uns ein paar sehr gute Tipps erzählen, was man mit seinen Haaren machen kann, wie man die pflegen kann und was er alles in den letzten Jahren seiner Karriere gelernt hat. Also, auf geht's! So, und hier sitzen wir jetzt bei meinem Friseur Malik und ich bin seit so langer Zeit happy mit ihm. Er hat schon für die Vogue gearbeitet, auf der Berlin Fashion Week, Paris Fashion Week, ach, ich weiß, fast alles eigentlich. Du hast, also mir fällt nichts ein, was du nicht gemacht hast, und er ist einfach ein Top-Friseur und er hat immer die besten Tipps. Er hat mir schon so gute Tipps gegeben. Ja, und die teilt er jetzt auch mit euch und ich würde sagen, dann starten wir mal. Ne? Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Sheila. Ja, super schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast und deine Tipps mit uns teilst. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich gebe euch 5 der besten Tipps, die ich eigentlich kenne und die ich oft praktiziere oder halt meinen Kunden empfehle. Und der erste wäre eigentlich das Waschen, weil damit starten wir alle. Und viele machen da vieles falsch, weil wir versuchen, das Teuerste, das Beste oder das Shampoo, was der und der und die Stars benutzen. Ja. Zu benutzen. Und das würde ich eigentlich nicht empfehlen, sondern wie es für euch am besten ist oder für euer Haar geeignet ist. Ein meiner besten Tipps ist, das werden jetzt viele nicht gerne hören, ist zum Beispiel Seife. Ganz stinknormale Kernseife. Kernseife, ne? Das hattest du mir letztens auch erzählt. Ich war so begeistert, weil es kostet überhaupt nicht viel. Und ja, es kann sich eigentlich jeder leisten. Und genau. Du hast das so begeistert erzählt, ne? Einmal in der Woche oder so? So, also man sollte einmal in der Woche mit der wirklich der günstigsten Kernseife, die es überhaupt gibt, einmal richtig damit gründlich überall halt waschen und wichtig auch danach richtig ausspülen, bis das Haar quietscht. Genauso wie früher Mama das gemacht hat, wo das Haar wirklich gequietscht hat. Und genau, dann hat man halt so ein richtig Sauberkeitsgefühl und daraufhin kann man in den nächsten Tagen weiter sein normales Shampoo benutzen. Und das ist egal, welcher Haartyp man ist. Also man kann das immer irgendwie, oder wenn man sagt, man hat besonders trockene Haut, dann lieber nicht. Oder was ist da so dein Ratschlag? Es kommt, also die Otto-Normalverbraucher haben halt normale bis fettige Kopfhaut. Also wenn man zu sehr fettige Kopfhaut hat, sollte man das nicht machen. Genauso wie zu trockene Kopfhaut oder halt ein Kopfhautproblem auf keinen Fall machen. Es gibt Schuppenflechte und etc. pp. Das sollte man nicht machen. Aber wirklich zum Reinigen, einfach quasi als Grundreinigung, kann man das einmal die Woche machen. Okay, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ja, den werde ich jetzt nächstes Mal auch ausprobieren. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, weil ich habe ihn auch erst vor ein paar Tagen bekommen. Ja, und der zweite Tipp ist auch wieder was, was keiner denken würde, ist Gesichtswaschgel, Reinigungsgel kann man auch dazu benutzen. Denn ihr müsst euch vorstellen, in Reinigungsgel sind halt, ist viel Feuchtigkeit drin. Und meistens Eukalyptusextrakte oder Minzextrakte, die öffnen die Poren und so kann man anschließend eine Creme etc. pp. Ja. Reinmachen. Aber bei den Haaren ist es halt so, man will die Schuppenschicht öffnen und das bekommt man am besten hin mit Feuchtigkeit. Und Reinigungs- und Feuchtigkeitsspray haben viel Feuchtigkeit. Also ein ganz stinknormales Waschgel fürs Gesicht, einfach in der Drogerie holen und das. Genau. Wichtig dabei ist halt keine Silikone, keine Parabene, also wichtig, so wenig wie möglich da drin. Es muss auch, wie gesagt, nicht das teuerste sein, ganz, ganz wichtig, sondern das, was ihr auch eigentlich sonst immer nehmt, wo ihr wisst, okay, das trocknet meine Haut nicht aus, genau das könnt ihr auch einfach mal ausprobieren. Ausprobieren heißt nicht, dass es direkt klappt, ne? Ganz wichtig. Ausprobieren und dann sollte es zu den 80% der Fällen klappen. Bei mir klappt es, bei den Kunden, denen ich das vorgestellt habe oder vorgeschlagen habe, klappt es genauso. Ja, aber das ist super, dass du das sagst, weil jedes Haar ist anders, jeder Körper ist anders. Und ich glaube, da muss man einfach immer so ein bisschen schauen, was ist für einen am besten geeignet. Und dann einfach ein bisschen testen. Richtig. So, dann gibt es natürlich, beim Waschen ist natürlich auch vieles zu beachten. Also erstmal sollte man die Haare nicht überlagern. Nicht so oft waschen ist der zweite Tipp. Also 2 bis 3 Mal die Woche.
dreimal wäre schon ideal, kommt immer darauf an, nochmal nach dem Haartypen und wie hat man Kopfhautprobleme und. Also dreimal wäre okay, das wäre super, zweimal wäre noch besser. Wichtig ist, dass sich der Säureschutzmantel bilden kann. Säureschutzmantel, da steckt schon das Wort drin, dieser Schutzmantel, ne, der schützt natürlich die Haut vor den äußerlichen Einwirkungen. Also ist halt quasi ein Schutz. Und man sollte auch wirklich mal das Haar fetten lassen. Also wenn man das Haar nicht offen tragen kann, jetzt wie du, so wunderschön, dann kann man auch ruhig beim zweiten, dritten Tag einen Zopf machen. Ja. Aber Hauptsache es fettet, ganz wichtig. Und wenn man es halt reinigt, dann muss man gucken, dass es ein Reinigungsshampoo ist und halt auch geeignet dafür ist. Also der nächste Tipp sind wirklich maximum dreimal die Haare waschen. Genau das habe ich in einem meiner Videos auch gesagt, weil ich habe das bei so vielen Freundinnen erlebt, die haben teilweise jeden Tag ihre Haare gewaschen und tun das bis heute auch noch. Und die fetten einfach so schnell nach. Und ich habe also bei mir gemerkt, da wird vielleicht auch wieder jeder anders sein, wenn ich das so wie du zweimal die Woche idealerweise, manchmal auch dreimal, die Haare, die sehen einfach ganz anders aus. Die Kopfhaut fühlt sich anders an. Die werden nicht so schnell trocken. Genau. Also das ist ein super Tipp. Also wenn man das jeden Tag macht, dann überlastet man, überpflegt das Haar, dieses klassische Überpflegen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das Haar jetzt jedes Mal halt irgendwelche Silikone, Parabene, Sulfate, Konservierungsstoffe draufbockt und dann bildet sich irgendwann so ein Schutzfilm und das Haar wird schlaff. Also es wird schwerer, schlaff und so hat man immer fettiges Haar oder halt wirklich kraftloses Haar. So bekommt ihr kein Volumen rein, keine schönen Frisuren. Und besser ist es, wirklich in Eigenfett quasi nochmal zu lassen und dann es vernünftig zu reinigen. Was ich auch gesagt habe, weil ich hatte ganz viele Rückfragen bekommen von Mädels, die wirklich sich jeden Tag die Haare gewaschen haben und dann gesagt haben, sorry, ich kann nicht irgendwie drei Tage lang gar nicht meine Haare waschen, weil dann habe ich einen kompletten Fettkopf. Mein Ratschlag war dann, steh das einfach mal ein paar Tage durch, am besten immer einen Dutt haben und es einfach mal öfter hintereinander probieren, dass sich die Haut wieder daran gewöhnt, nicht so oft gewaschen zu werden. Was ist da dein Ratschlag? Das ist sowieso ein super Tipp, also dass man öfters die Haare zuträgt. Man trägt ja im Moment viel Ponytails, viel Zopf nach oben und. Mein zweiter Ratschlag wäre wirklich, euch mal mit dem Shampoo sich zu befassen. Also wenn ihr jetzt in eine Drogerie geht, dann nehmt ihr einfach ein Shampoo, entweder weil ihr Nachahmer seid oder halt ein Gefühlsmenschen. Gefühlsmenschen, die denken, es riecht toll, es sieht super aus, ich nehme das. Ja. Ne? Und meistens ist es so, machen auch kurz auf, riechen dran, ach super. Wissen aber wirklich nicht, wofür das ist. Mhm. Und die Nachahmer sind halt so, Madonna hat es jetzt gehabt, ich nehme es jetzt auch. Und es funktioniert. Ja. Wichtig ist, guckt einfach mal hinten drauf und informiert euch. Es gibt halt sehr, sehr viele Listen, welche Silikone drin sein dürfen, welche nicht. Und das hilft euch enorm, weil manchmal ist es halt so, dass man das Haar einfach viel zu viel pflegt. Und dieses Überpflegen machen wir jetzt in allen. Wir essen zu viel, wir tragen zu viel Make-up, die Haare überpflegen, wir tragen Klamotten, die manchmal oversize sind, die nicht oversize sollten. Also einfach ein bisschen reduzieren und bei den Haaren ist es wirklich am ratsamsten. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Manchmal auch einfach ausfetten lassen. Genau. Und mal ein bisschen Erholung für Kopf. Oder ihr lasst euch einfach mal wirklich vom Friseur beraten. Wenn ihr einen vernünftigen Friseur habt, wird er euch nicht jetzt irgendwas andrehen. Also ganz wichtig. Ne? Es gibt ein Shampoo von 5 Euro bis 50 Euro. Und jeder Friseur, den ihr wirklich an vertraut und der euch auch was Gutes möchte, verrät euch das und der wird euch, also wenn ich jetzt wüsste, welches Shampoo in der Drogerie gut für euch ist, würde ich es genau sagen. Ja. Genau jetzt wie mit der Seife oder mit der Reinigungscreme oder Reinigungswaschgel. Bei Shampoos ist es gibt bei den günstigen sehr gute und es gibt auch bei den teuren gute, aber es gibt auch wirklich viel Müll. Also ich habe auch schon viele teure Shampoos, die wirklich sehr viel Geld gekostet haben. Da habe ich mich im Nachhinein so geärgert. Ich glaube, eins davon habe ich irgendwie nur einmal verwendet. Und deswegen wirklich einfach mal gucken, was für einen passt. Genau, es muss halt nicht immer, also es gibt Firmen, die feiere ich total, die sind aber wirklich on top, sei es preislich etc. pp. Ja. Oder es gibt Firmen, die sind wirklich viel günstiger. Ich bin im Moment unter einem Vertrag bei so einer tollen, günstigen Firma, wo die Sachen maximum vielleicht 3 Euro kosten im Drogeriemarkt, aber die sind wirklich super. Und da ich selber produziere, weiß ich ganz genau, was da drin sein muss, was halt wichtig ist. Und ich würde jetzt niemals eine Firma feiern oder ein Produkt feiern, nur weil es einen Namen hat. Ja, also beschäftigt euch damit, dann geht es euch viel, viel besser. Ja. Tipp 4 ist halt dieser Mythos, wie föhne ich meine Haare? Soll ich sie glätten? Soll ich sie föhnen?
mache ich das mit dem Glätteisen eher kaputt? Und mit dem, ne, wie mache ich das am besten? Gerade bei Glätteisen habe ich schon die schlimmsten Geschichten gehört. Hat man auch gesehen, ne? Man gibt es ja diese tollen also Tutorials, die, wo die Mädels ihre Haare glätten und auf einmal, huch, da hängen sie ja. Genau. Man kann das aber mit dem Föhn genauso. Also man kann mit dem Föhn genauso viel mal falsch machen. Wichtig ist, wenn ihr wirklich föhnt, versucht das Haar erst fast komplett trocken zu pusten, wenn ihr wirklich föhnt. Außer ihr seid jemand, ihr lasst die Haare trocknen und dann liegen die. Versucht das komplett fast bis klamm und dann halt mit der Rundbürste anfangen zu formen. Ja. Wichtig dabei ist immer kalt-warm. Mhm. Das heißt, man muss es immer auskühlen lassen. Wenn man jetzt eine Bürste eindreht, dann sollte man die Bürste nur drin lassen und dann auskühlen lassen. Und dann, wenn man halt nur wirklich nur mit Wärme, 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 da bricht das Haar ab. Es gibt zum Beispiel Glätteisen oder Styling, oder Styler, Glätteisen, die das Haar wirklich dabei reinigen und die mitdenken. Wenn man halt wirklich zu viel Haar nimmt, dann fährt das wirklich hoch. Wenn man zu wenig Haar nimmt, dann fährt das runter. Es gibt halt Sensoren, die das wirklich erkennen. Also so weit sind die schon. Und da kann man wenig mit falsch machen. Plus, man reinigt das Haar vor überschüssigem Produkt. Sei es, wenn wir die Haare überpflegen, Shampoo, Haarspray etc. So kann man es halt vernünftig reinigen und man hat dann ein gesundes Haar. Und ich glaube, das Auskühlen ist auch besonders wichtig, wenn man irgendwie eine Form dran haben will, ne? Richtig. Weil wenn man nur mit Wärme arbeitet, dann hängt sich das danach wieder sehr schnell aus. Aber ich glaube, wenn man erstmal mit Wärme dran geht und es dann am Ende auf der kühlsten Stufe nochmal föhnt, dann hält halt die Form viel besser. Also wenn ihr irgendwie Volumen haben wollt oder sowas, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Genau. Also wenn ihr Volumen haben wollt und ihr dreht die Bürste an der Kopfhaut ein, dann lasst die wirklich auskühlen. Entweder nochmal kalt oder wirklich ohne Föhn. Ganz wichtig. Weil wenn ihr nur warm, warm, warm macht, dann fliegt irgendwann mal das Haar, ihr bekommt es nicht mehr hin und müsst es wieder waschen. Ja. So, also das Auskühlen ist wirklich ganz wichtig. Ihr könnt Wellen damit drehen, locken. Kommt immer darauf an, wie fit ihr da drin seid. Also auskühlen. Ich hätte da noch mal eine Frage zu den Glätteisen. Ja. Da hattest du mir vor ein paar Monaten mal was erzählt. Ich habe es auch noch so ein bisschen im Köpfchen, allerdings auch, ich glaube, ein bisschen was vergessen. Und ich glaube, das wäre für euch auch sehr interessant. Du hattest mir was mit Temperaturen erzählt, was ist gut, was ist nicht so gut. Ja, und ich glaube, das ist sehr interessant. Also wir haben zum Beispiel die meisten Glätteisen, die wir benutzen, benutzen wir dazu, eine Tönung oder eine Farbe nochmal zu versiegeln. Okay. Das ist halt ganz wichtig, damit die Farbe ein bisschen länger hält. Die gehen über 230 Grad oder bis zu 230 Grad. Es gibt aber viele Glätteisen, die haben diese Temperaturregelung gar nicht mehr, sondern die denken für euch. Ja. Die würde ich euch halt für zu Hause empfehlen. Okay. Außer ihr seid wirklich ein Pro. Ne? Ja. Ihr könnt damit richtig gut umgehen und da kann es auch bis zu 230 Grad warm sein. Okay. Ab wann wird das Haar versiegelt? Also gibt es eine Temperatur, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich gehe in die Drogerie oder bestelle es online oder so und will halt gucken, was ist gut für meine Haare, bis zu welcher Temperatur soll es gehen, was ist einfach gut. Oder hängt das auch von der Dicke des Haares ab, soll man da wahrscheinlich... Richtig, richtig. Also man hat ab 180 Grad kann man es machen. Okay. Wichtig ist halt, wenn man feine Haare hat, dann muss man schon ein bisschen dicker abteilen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja bei den ganzen Videos gesehen, wenn man es halt nicht dick abteilt und wenn man das ein bisschen zu lange drauf lässt, dann hat man es direkt auf den Glätteisen drauf. Also da sollte man aufpassen und man kann halt wirklich es reinigen bei 230 Grad. Okay. Also da kann man das Haar wirklich damit reinigen. Also wenn man es durchgezogen hat und einmal so an einem dunklen Handtuch, dann kann man richtig sehen, was da noch drin war. Was da noch drin war. Genau. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man sich irgendwann mal wieder ein Glätteisen kauft. Dann kommen wir mal zum letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Genau. Also Tipp Nummer 5 gilt eigentlich mehr euren Friseur, euren Stylisten, euren Friseur des Vertrauens. Wichtig ist halt, wenn ihr euch die Spitzen, die Haare schneiden lässt, wäre schon super, wenn ihr erstmal vorföhnt und euch alles im Trocknen schneidet, weil das Schneiden nach Wirbel, das heißt, wenn der Wirbel nicht nass ist und die Haare nicht nass sind, dann kann man richtig schön nach Wirbel schneiden und so fällt das Haar komplett anders. Okay. Schlecht für den Friseur, weil dann müsst ihr halt erst in 2-3 Monaten dahin, aber gut für euch. Ja. Also erstens können sich die meisten Damen die Haare schön wachsen lassen und natürlich geht das auch nicht ins Portemonnaie. Nee. Aber es ist halt so. Genau, es ist halt wichtig, ich finde es wichtig, oder wir machen es halt zu 100% im Trocknen.
Wir föhnen das Haar erstmal und dann kann man auch wirklich sehen, was strapaziert ist und was nicht. Und wenn die Kunden halt selber mit geföhnten Haaren kommen, machen wir es trotzdem, dass wir die erst waschen, dann föhnen und dann kann man richtig sehen, okay, das muss ab und das muss nicht ab. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich zu dir komme und du schneidest mir die im trockenen Zustand, dann schneidest du die auch so, wie sie wirklich fallen. Richtig. Und ansonsten hatte ich schon mal öfter, das ist auch schon ein paar Jährchen her, die Erfahrung gemacht, beim Friseur, Haare nass geschnitten. Da sah das erstmal top Rakete aus. Ich gehe nach Hause, mache das selber und denke so, boah, der Schnitt, da komme ich ja überhaupt nicht mit zurecht. Und ich glaube, wenn man sich wirklich daran hält, die Haare im trockenen Zustand zu schneiden, dann erspart man sich diese Erfahrung, dass man zu Hause ist und so denkt, boah, geht gar nicht. Erstens das und zweitens ist es immer schön für eine Kundin, wenn die sitzt und sie sieht, wie der Haarschnitt sich aufbaut. Ja. Da kann sie sagen, ey, hör mal bitte doch nicht so kurz. Oder ne? So, meistens ist es halt so, wenn man im Nassen geschnitten hat und man föhnt das Haar, dann zieht sich das einen halben Zentimeter nochmal hoch und dann denkt man, oh scheiße. Es ist auch so, dass Friseure Fehler wegföhnen können. Ja. Deswegen fahren viele nach Hause und denken, oh mein Gott, ich komme doch nicht klar. Und wieso hat sie das so toll gemacht? Ja, ja. Und so kann man das halt richtig sehen, wie sich das Haar so langsam aufbaut. Meistens ist dann eine Seite geschnitten und die andere noch nicht. Und da kann man halt richtig schön den Unterschied sehen. Denn es ist so, die meisten Friseure ziehen halt wirklich nach oben. Und wenn man alles nach oben zieht und man hat halt einen Scheitel und es fällt runter, es fällt meistens unterschiedlich. Ja. Und wenn es halt geföhnt ist, dann kann man halt wirklich schauen, okay, ich ziehe es doch nach da, das wissen halt die meisten Friseure. Und es muss auch nicht immer der ganze Haarschnitt geschnitten werden, sondern wirklich halt meistens die Spitzen oder man pudert es quasi ab. Und so hat man als Kundin das Gefühl, okay, es ist trotzdem alles vernünftig und das Haar ist immer noch lang, voll und ich habe es gesehen, dass ich also das genauso kann wie er. Ja. Also das Föhnen. Ne? Ja, das ist ein ganz, ganz toller Tipp und ich glaube, das erspart euch so die ein oder andere unangenehme Überraschung zu Hause. Ja. Viel Leid. Viel Leid, ja, und das kennen wir Frauen. Also ich habe auch schon wirklich ganz oft erlebt, man geht da hin und sagt, könnten Sie mir bitte so viel abschneiden und dann ist es so viel. Das habe ich bei dir auch noch nie erlebt. Also wenn man wirklich sagt, so viel, dann ist es auch so viel. Und da habe ich in der Vergangenheit wirklich, ich hatte einmal die Haare so lang und waren später so. Das war jetzt auch schon wie 10, 15 Jahre her. Also ich glaube, wir Frauen, wir kennen das Problem mit der Haarlänge. Ja, also ich gebe euch einen Tipp halt, das Kleid ist das einzige Haarkleid, was ihr nicht ablegen könnt. Ja. Also seht zu, dass es halt gut und vernünftig gepflegt ist und gut geschnitten ist und aber auch viel mit Bedacht. Also nicht immer jeden Trend nachlaufen, nicht jede Farbe, ne? Weil wenn das Haar nicht sitzt, könnt ihr Gucci, Chanel, alles anhaben, bye bye, und es sitzt nicht. Da wascht ihr die Haare und macht und tut. Also wenn das Haarkleid nicht sitzt, Ladies, dann sitzt es einfach nicht. Das war so ein schönes Schlusswort und ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit sehr vielen Frauen da draußen weitergeholfen hast, also mit deinen ganzen Tipps und Tricks. Also mir haben sie schon sehr oft weitergeholfen. Und ja, wenn ihr mehr von Malik sehen möchtet, dann könnt ihr natürlich sehr gerne mal seine Social Media Kanäle besuchen. Ich werde euch einfach mal alles unten drunter verlinken. Er hat auch immer Tipps und Tricks zur Pflege, wie man waschen soll und was auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch mal einen Daumen hoch. Da freuen wir uns drüber, ne? Und ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr eventuell noch mehr Videos mit uns sehen möchtet, weil ich glaube, du hast noch so viele andere Tipps. Gerne. Da können wir alle nur sehr viel von lernen. Also einfach mal fleißig unten in die Kommentare schreiben und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit uns beiden zusammen. Bye, bye. Bye.